Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 95 vom Kerbal Space Programm. Ja, da sind wir wieder drin in unserem Spiel. Und dann schauen wir mal rein, dass wir schnellstens hochkommen, weil das war ja alles so ziemlich knapp jetzt, ne? Rescue V2 müssen wir hin. Der geht ja immer noch nicht, oder geht er? Nein, der geht immer noch nicht. So, dann gucken wir mal gerade in die Karte rein. Und wir müssen da reinzoomen. Und dann sehen wir, dass er uns voraus ist, glaube ich, ne? Und die Entfernung wird kleiner. Dem ist auch so. Oh, die wird verdammt schnell kleiner. Das ist nicht gut. Sehen wir ihn denn so? Da ist er. Tja. Wenn er kleiner wird, dann müsste ich ja eigentlich nur in seine Richtung gehen, ne? Wenn das dann überhaupt geht. Ich glaube, den werde ich nie einfangen hier mit diesen Mitteln, die wir haben, weil wir ihn auch gar nicht hinkriegen, dass er zu uns kommt, ne? So, das sind wir. Und das da unten ist das Ziel. Wir müssen jetzt rein theoretisch ja auf das Ziel zusteuern, um das zu schaffen, ihn zu erwischen. Nur das bringt uns nicht ganz viel, weil wir nur in einer Momentaufnahme das Ziel erreichen würden, ne? So, wenn wir jetzt auf ihn zufliegen würden, Gas geben würden, würden wir zwar zu ihm in dem Moment näher kommen, aber ich glaube nicht, dass wir ihn erreichen würden, weil wir den Orbit ja verändern auch dabei. Der rückt ja auch immer weiter nach da, das heißt, wir müssten unsere Bahn eigentlich auch weiter nach da verändern in dem Sinne. Ich glaube, wir müssten dann in diese Richtung, ne? Das wäre jetzt der Abstand zwischen ihm und uns. Nur ob das klappt oder nicht, das ist vielleicht wahrscheinlich unmöglich. Obwohl auf der anderen Seite eine andere Chance hast du auch gar nicht mehr, das hinzukriegen. Über die Karte hier das anzusteuern ist fast unmöglich. Also wenn dann noch hier. So können wir jetzt noch versuchen, seine Bahn hinzukriegen, ne? Aber das ändert sich halt dann auch hier wieder. Hier hinten 115, 116, das ist das Problem. Wir kriegen dann zwar hier die Entfernung hin sozusagen, werden in seine Nähe kommen, aber wir fliegen da hinten irgendwo weit raus und das klappt dann gar nicht. Andere Möglichkeit ist, hier jetzt sozusagen hinzukommen und dann immer wieder Kurs zu halten hinter ihm. Das wäre die einzigste Chance noch, die ich sehe. Allerdings ist es etwas schwierig hiermit. Wir geben nochmal Gas, gucken, dass wir das hinkriegen. So, jetzt sind wir direkt auf Kurs mit ihm. Für den Moment. Und er wird wegwandern, definitiv. Sieht man hier gleich, dass der hier rauswandert immer mehr. Und da müsste man jetzt gegensteuern in dem Sinne, dass man immer auf seinem Kurs bleibt. Nur das sehe ich, ist wahrscheinlich fast unmöglich.
Aber ich glaube, es ist fast die einzige Möglichkeit überhaupt, das hinzukriegen mit ihm. Deswegen machen wir das mal, oder? Vielleicht kriegen wir es ja so irgendwie noch hin. Das ist das Einzigste. Jetzt hier hingucken, dann sehen wir 118 und er hat 115. Das ist schon das nächste Problem. Und hier sind es 113 und da sind es auch 113. Okay, da hat sich nicht ganz viel, doch sind es 100 Meter Unterschied jetzt. Das ist aber die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe, an ihn ranzukommen. Immer wieder zu korrigieren. Aber der wandert auch so schnell hin. Jetzt, das sieht man. Das heißt, wir entfernen uns extrem von ihm. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist eigentlich kurz gerade gucken, dass wir Gegenkurs aufnehmen, damit er nichts gleich vor uns schlägt, weil wir sind gleich vorbei. Wir werden ihn jetzt hier gleich vielleicht sogar sehen, kurz. Und unter uns drunter her wahrscheinlich. Ja. Aber was soll man da machen? Können jetzt nur noch hier hin. Da festmachen und kurz langsamer werden. So, Distanz vergrößert sich extrem. Das heißt, wir müssten jetzt auch gerade gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Okay, jetzt sind wir genauso schnell wie er wohl. So, jetzt müssen wir gucken, wo er ist. Können wir nicht einfangen, weil wir nicht passend drehen können im Bildschirm. Das heißt, wir müssen hier hin und dann da rum. So. Er ist da. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir müssten jetzt ja, auf ihn zuhalten müssen wir schon noch, ne? Ganz kurz einmal. Ach so, jetzt wandert es gerade, dass der wieder bei uns ist gleich. Ja, jetzt wird's mehr. Wird zu schnell mehr, das ist das Problem, aber erstmal müssen wir hier 200 Meter hinkriegen noch. Ich glaube, wir machen nochmal einmal mehr, drehen uns dann um und hoffen dann, dass wir nochmal abbremsen können, ne? Wenn er in Reichweite mehr ist. Ah, jetzt steht schon irgendwie die Entfernung, ne, kommt schon noch. Ah, okay, man kann auch so das machen. Das ist schon mal prima, dass man bei ihm da auch sehen kann, wo er jetzt ist.
dass er hinter uns ist, die Markierung. So, jetzt müssen wir näher rankommen irgendwie. Und dann gleich einmal beschleunigen. Ich glaube, ich drehe es nochmal um und gebe nochmal Schub. Damit die Distanz doch schneller kleiner wird. So, jetzt zurückdrehen schnell. So, da hinkommen. So. Jetzt kommt er näher und wir müssen dann gucken, dass wenn er irgendwo bei uns in der Nähe ist, dass wir dann die Geschwindigkeit passend zu ihm kriegen. Soll nicht meinen, ne? 200 Meter ist schon was. Wenn wir jetzt so kleine Düsen hätten, dann wäre das super einfach da mit der Steuerdüsen so. Aber die haben wir leider nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erforscht haben. Meter, das ist noch ein ganz schönes Ende. Irgendwie wandert er aber noch von uns weg, finde ich. Allerdings, wir können ja auch hier die Zeit beschleunigen, da habe ich gar nicht dran gedacht. So, das geht ja dann doch eine ganze Ecke schneller, ne? So, irgendwie bei 50 Meter machen wir wieder normale Geschwindigkeit. So. Und dann müssen wir da beschleunigen. Er ist uns schon weggewandert, sehe ich gerade. So, jetzt einmal kurz Gas geben. Nochmal. So. Distanz verringert sich, aber er wandert jetzt natürlich noch. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein bisschen dahin kommen, wo er auch ist, ne? Glaube ich. Und jetzt momentan würde ich sagen, das muss irgendwo in diesem Bereich ja liegen. Ich glaube, wir müssen so in die Richtung zielen, mal kurz. Ja, jetzt fliegt er wieder weg oder näher? Nein, er fliegt weg. Aber das ist eine Geschwindigkeit, die noch ganz okay ist. Komm, dreh mal richtig. Ach, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. So. So ist besser. Er verschwindet nicht mehr aus unserem Sichtbereich. Ich glaube, wir können noch ein bisschen höher, aber mehr nach hier vorne, denke ich. Nee, ich glaube so. Ob wir das hinkriegen? Kommt er wieder runter? Das ist schon mal gut. Sind nur 29 Meter, das ist nicht viel. Wir entfernen uns
Nicht von ihm, das ist auch gut. So, hier sind wir jetzt schon mal positiv behaftet. Ich denke, die Achse ist schon noch die richtige. ...0,2 Meter Entfernung zum Ziel, das ist auch gut. Ich glaube, wir müssten noch ein bisschen nach... Nee, das ist noch hier mit der... Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen nach da korrigieren auch. Ich gebe mal einmal ganz kurz Schub dahin. Jetzt kommt er nur noch nach unten. Kommen noch näher ran. Ich glaube, wir müssen jetzt nach da unten auch hin. So, jetzt steht's mehr, das ist auch gut so. Allerdings müssen wir wieder auf ihn zuzielen. Weil die Entfernung geht weg. Ne, das war's nicht. Wie rum müssen wir drehen? So rum müssen wir drehen. Ne, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube so. So, und dann einmal kurz Schub. ...0,2 ist gut. Er fällt noch runter, das heißt, wir müssten auch noch runterfallen. So, genau. Es wird schon schwierig, denke ich. Ich denke mal so. Jetzt steht er und wir nähern uns ihm. Könnte sein, dass es relativ gut ist. Andere Richtung. Ich möchte jetzt gerne gucken, dass wir dann auch Geschwindigkeit wegnehmen können. Wir kommen ja noch näher, aber wir müssen ein bisschen abbremsen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke, wir sehen ihn auch schon verdammt gut. Und ich habe auch die Vermutung, dass wir jetzt mal gerade die Geschwindigkeit nochmal runternehmen sollten, mit einem kleinen Schub von ihm weg. So, 0,1 Meter haben wir jetzt Annäherung. Und er wandert uns noch nach da weg, das heißt, wir müssen jetzt auch nach da. Gut, dann müssen wir, glaube ich, so... Und so... Und da einmal Schub geben. Und das war schon reichlich wahrscheinlich. Und wir müssen... Können wir da reinzoomen jetzt noch? Ja, können wir. Das ist gut. Wir kommen aber von ihm weg. Das heißt, wir müssen jetzt wieder näher ran. Glaube ich jedenfalls, ne? Sieht so aus. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach links korrigieren, oder? Wohl unten steht immer noch, dass wir uns ihm nähern. Tun wir aber gar nicht. Oder kann auch negativ sein, okay. Dann wir nähern uns ihm, steht da unten.
Grad nach 180 Grad gedreht. Wir müssen ein bisschen tiefer, aber nicht so viel wahrscheinlich. Und ein bisschen nach links. Eigentlich haben wir das alles. Einmal kurz Gas geben, oder? Die Entfernung wird kleiner, das ist eigentlich noch gut. So. Aber ich würde sagen, was wir jetzt machen, ist eine kurze Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.